Eine der zentralen Fragen für uns, woher kommen die Metalle, aus denen die Himmelsscheibe gefertigt ist? Wir haben dazu mit Herrn Professor Pernitzka, vielleicht einem der besten Archimetallurgen überhaupt, zusammengearbeitet und mit Herrn Professor Borg, einem Kollegen der Lagerstättenkunde, die sich also mit den Lagerstätten der Metalle auskennen. Dabei hat sich herausgestellt, dass das Kupfer relativ leicht zu detektieren ist. Es handelt sich um Kupfer aus dem Mitterberg. Erzgang, das ist ein Erzgang bei Bischofshofen im Salzburger Land. Dieser Erzgang ist relativ gut erforscht. Dort haben Kollegen jahrzehntelang Forschungen betrieben. Man kann heute noch beispielsweise in den Arthurstollen einfahren. Und der moderne Bergbau, der dort reingetrieben ist, hat durch reinen Zufall antike Bergbauspuren freigelegt, sodass man heute noch, und ich habe das selbst gemacht, in diese Gänge einkriechen kann und die bronzezeitlichen Holzstempel findet. Dort finden sich die Geräte, dort finden sich die Relikte des wirklichen bronzezeitlichen Bergbaus. Und das ist doch sehr, sehr beeindruckend. Die zentrale Frage für die Datierung der Himmelsscheibe war, wann ist das Hauptabbaugebiet und wann beginnt der Abbau dort im Mitterbergrevier in Österreich? Und da kann man sagen, der Abbau beginnt nach Forschungen von Herrn Kollegen Stöllner um 1800 vor Christus. Er dauert an, das ganze 17., 16. Jahrhundert, und in der Mittelbronzezeit ist er auf seinem Höhepunkt. Spätbronzezeitlich spielt es keine Rolle mehr. Das heißt, die Himmelsscheibe ist schon allein durch das Metall grob in die frühe und mittlere Bronzezeit fixiert. Dazu bräuchte man noch gar keine Beifunde. Gleiches gilt für das Gold. Wir haben hier ein silberreiches Gold, das auf alle Fälle bronzezeitlich für uns zu sein schien. Bloß wir wussten nicht, wo das Gold herkommt und woher das Zinn kommt. Das Zinn kann eigentlich nur von zwei Orten in Mitteleuropa kommen, entweder aus dem Erzgebirge oder es kommt aus den Erzgängen von Cornwall, den berühmten Zinnlagerstätten, vielleicht auch noch eher dort in der Bretagne, aber eher in Cornwall. Aber woher kommt das Gold? Wie macht man das, um das rauszukriegen? Die Spezialisten hier von Herrn Borg und Herrn Pernitzka, die gingen einfach mit vielen Studenten in alle möglichen Sammlungen, wo man Gold gewaschen hatte, aus Flüssen in Deutschland, und suchten erst in Deutschland. Fehlanzeige. Dann gingen die Kollegen selbst Gold waschen. Fehlanzeige. Slowakei, Fehlanzeige. Österreich, nichts. Ungarn, keine Übereinstimmung. Italien, Frankreich, Spanien, keine Übereinstimmung. Kurzum, das Gold war einfach ganz, ganz lange nicht zu finden, bis unser Kollege Borg auf die Idee kam, in Cornwall nachzuschauen, wo das Zinn herkommt. In Cornwall wird die Goldhöfigkeit nicht so explizit erwähnt, da das Gold der Krone gehören würde und das Gold sozusagen ein Beiprodukt des Zinnbergbaues dort ist. Wir haben dort in verschiedenen Sammlungen Goldnuggets erhalten, vor allem in Kerhas Castle. Und als wir das Gold untersuchten, stellte sich heraus, bingo, es handelt sich um silberreiches Cornwall-Gold. Und das noch dazu mit Zinn kontaminiert ist, das liegt daran, dass die Goldnuggets durch den Fluss rollen und das kleine Zinnnuggets sozusagen in das Gold intrusiert werden. Das heißt, wir haben es also hier mit Cornwall-Gold zu tun. Ein Umstand, der uns nicht wundern sollte, da die Fürsten der Frühbronzezeit, und nur solche konnten seine Himmelsscheibe herstellen, Beziehungen zu Cornwall hatten. Warum? Es liegt ganz einfach daran, dass ihre Verwandten, die mit ihnen die gleiche Sprache sprachen, einige Jahrhunderte vorher nach England ausgewandert waren, in der Glockenbecherzeit, England, Südengland besiedelt hatten und nun die Zinnquellen von Cornwall kontrollierten. Alles war sozusagen in gewisser Weise in der Hand der Familie, sodass wir damit rechnen können, dass eben das Zinn und auch das Gold aus Cornwall kommen, dass das Kupfer aus Österreich kommt, aus dem Mitterbergrevier. All das kommt hier in Mitteldeutschland zusammen und wird zur Himmelsscheibe von Nebra gemacht. Also ein Produkt, ein europäisches Produkt, das hier in diesem
Punkt, Melting Pot der frühbronzezeitlichen Hochkultur zusammenkommt, um zu einem fantastischen Gegenstand geschmiedet zu werden. Was aber bedeutet dieser Gegenstand? Nicht? Was ist der Inhalt des Bildes? Was ist das Wissen dahinter, das dahinter steht? Und woher kommt dieses Wissen? Das werden wir in der nächsten Folge besprechen.